Entschuldigung. Bin ich hier richtig? Sie fliegen auf die Kokoloren? Steht doch dran, können Sie nicht lesen oder was? Ja schon, Kokoloren stimmt. Aber mein Ticket habe ich bei Nobel Hansa gebucht. Und hier steht doch Crash Air. Na und? Wer wird denn so kleinlich sein? Kleinlich? Nein, nein, bloß nicht. Um Gottes Willen. Ich meine nur, man liest ja viel. Ich nicht? Ich wollte nur sagen, man soll ja etwas vorsichtig sein bei diesen Billigfluglinien. Billigfluglinien? Na, bei uns kostet eine Flasche Prickelwasser an Bord 300 Piepen. Finden Sie das billig? Überhaupt nicht. Naja, also. Im Gegenteil. Ich meinte eher die Maschinen. Maschinen? Was für Maschinen? Na, die Flugzeuge. Flugzeuge? Na, wir haben nur eins. Verstehe. Ich darf doch aber wohl davon ausgehen, dass dieses eine Flugzeug gut gewartet ist. Gewartet? Ja, davon können Sie ausgehen. Die Gurke wartet seit 50 Jahren darauf, dass es verschrottet wird. Wie bitte? Na, ein kleiner Scherz von mir. Nun machen Sie mal nicht ins Hemd, nicht? Sagen Sie, ist das die Maschine, mit der wir fliegen? Ja, das ist unser Prachtstück, nicht? Ein Junkers F-13, nicht? Baujahr 1919, frisch lackiert, General überholt und tiefer gelegt. Und wir haben sie Titanic getauft. Titanic. Ist wirklich beruhigend. Ja, 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 ja. Sagen Sie, finden Sie nicht, dass die eine Tragfläche ein bisschen sehr schief hängt? Ach, das hat nichts zu bedeuten. Das ist nur mal, wenn die Sonne so stark drauf scheint. Wieso die Sonne? Ja, damit der Klebstoff warm und verflüssigt sich. Ne? Ja. Na, oben in der Luft ist es wieder okay. Das ist ja eiskalt, ja? Das leuchtet ein. Und sagen Sie mal, warum ist denn bei Ihnen das Triebwerk da unter dem Rumpf angebracht? Triebwerk? Na, hören Sie mal, der Donnervogel hat doch kein Triebwerk. Ich sagte doch, Baujahr 1919, da gab's sowas noch nicht. Das ist alles original bei uns, alles original. Ja, aber was hängt denn... Was hängt denn da unten dran? Wie? Ach, das meinen Sie da? Das ist eine Fliegerbombe aus dem Ersten Weltkrieg. Also kein Triebwerk? Nein, natürlich nicht. Dann fliegen Sie also mit Propeller? Ja, allerdings, sehen Sie mal. Aber wenn ich mal bescheiden nachfragen darf, ich sehe aber keinen Propeller. Na, ist klar, dass Sie keinen sehen. Der Propeller ist innen. Der Propeller ist im Flugzeug drin? Wie geht das denn? Bevor Sie abheben, wird er schon wieder anmontiert. Aber solange die Maschine auf dem Boden steht, ist der Propeller installiert innen als Ventilator. Wegen der Frischluft, kapiert? Das leuchtet ein. Ja, ja. Aber sagen Sie mal, Ihr Captain, das ist doch sicher ein erfahrener Pilot. Ja, selbstverständlich ist der erfahren. Ist ja auch schon 87 Jahre alt. Klingt wirklich beruhigend. Ja, ja. Och, was der schon alles erlebt hat, vor allen Dingen überlebt. Was Sie nicht sagen? Tausende von Passagieren hat er überlebt. Ist ja auch ein Sicherheitsfanatiker. Der schläft sogar mit seinem Fallschirm. Aber sag mal, wer ist das denn jetzt, der da zum Cockpit geführt wird? Also, ich meine den mit der dunklen Brille, der gelben Armbinde und dem weißen Stock. Palle, ist unser Co-Pilot. Aber der ist ja blind. Na und? Haben Sie was gegen Behinderte oder was? Nein, nein, überhaupt nicht. Sie wissen doch, bei gleicher Qualifikation werden Schwerbehinderte bevorzugt eingestellt. Sie haben doch keine Vorurteile, oder? Ach, Ivo, ich doch nicht. Also was ist denn? Checken Sie jetzt ein, ob wir zu Fuß laufen, oder nehmen die Rollschuhe oder was? Ja, nur noch schnell eine Frage. Bitte. Wo kann man denn hier noch auf die Schnelle eine Lebensversicherung abschließen? Ha, da hat wohl einer wieder das Kleingedruckte nicht gelesen, was? Lebensversicherung ist bei uns inklusive. Hier steht's ja. Mit dem Kauf dieses Flugtickets bin ich gleichzeitig mit 1 Million versichert. Na, 1 Million, nicht? Also von wegen Billig-Airline, das will ich nie wieder hören. Moment mal, hier steht aber, wenn mir was zustößt, bekommt die Fluggesellschaft das ganze Geld. Das ist ja wohl logisch. Irgendwo müssen die günstigen Preise ja herkommen.